suche ich mir einfach einen Akkord, der passt. Wenn ich einen Song schreibe, dann ist das meistens passiert das, wenn ich nicht alleine bin, sondern dass ich die Gitarre in die Hand nehme. Und ich denke dann jetzt auch nicht nach, oh, welche Akkorde kann ich spielen, weil wie gesagt, ich mache es manchmal einfach nur nach dem Gehör. Trotzdem entstehen dann halt diese Songs und wie gesagt, die sind dann teilweise in 10, 15 Minuten ist das dann durchgespielt. Ich nehme das dann mit dem Handy einfach immer auf, damit ich gleich halt den Text habe. Und der ist dann grammatikalisch nicht immer einwandfrei, aber der wird dann einfach umgeschrieben und dann ist der Song eigentlich fertig. Also das würde ich so beschreiben, wie es am meisten bei mir funktioniert. And they bleed sometimes and they feel all the lies in your heartbeat. And they always catch you and they let you fall. Ich bin Carsten, ich bin 41. Ich bin gebürtiger Krankenpfleger und musikalisch gesehen, muss ich sagen, habe ich erst vor 5, 6 Jahren angefangen, ein bisschen mit der Gitarre zu spielen. So, jetzt brauchen wir noch einen Refrain. Okay, ich habe eine Idee. Man merkt ja schon so, was für eine Affinität man halt zu der Musik so ein bisschen hat. So. Das war, glaube ich, schon immer irgendwie da und nach der Scheidung, die ich vor 8 Jahren hatte, da habe ich halt angefangen, wieder doch ein bisschen mehr Musik zu machen so, und habe ich dann auch gemerkt, dass mir das wichtig ist. And they bleed sometimes and they feel all the lies in your heartbeat. And they always catch you and they let you fall. Ich bin der Dennis, ich bin 27, angehender Musikstudent auf Lehramt. Also neben der Gitarre spiele ich ein bisschen Klavier, weil ich mich fürs Studium darauf auch fokussieren muss. Hi Dennis! Hallo. Na? Chef, wie geht's dir? Naja, immer, weißt du. Er hat bei eBay Kleinanzeigen etwas reingeschrieben, so, ja, ich suche jemanden für ein Akustikduo. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Er hat mir dann direkt einen Song geschickt und ich war wirklich angetan von ihm. Da hat er mich halt voll gefasst, weil er da wirklich die Emotionen und die Message rüberbringen konnte, die ich als Künstler auch von einem Künstler auch erwarte. Und das wäre ja dann jetzt in der Strophe. Kannst du mir mal nochmal die Strophe vorsingen, wenn ich das jetzt zweimal so vorspiele? Also okay. Ich mache zweimal Intro und danach singst du einfach drauf los. Romantik ist eine Inspirationsquelle für mich und viele Lieder haben halt natürlich auch so ein bisschen so dann diesen Flair und den Hauch von Liebe und so weiter. Das kriege ich bei mir auch nicht raus, sondern es bin halt einfach ich. Und wenn man da so emotional geprägt ist, warum soll man sich da verstellen? Und ich denke da auch nicht drüber nach. Carsten ist der schreibende Part, weil ich habe das Gefühl auch, wenn er seine Songs schreibt, das sind Songs, die wirklich die Zeit überdauern könnten. Wenn man seine Songs auch anhört, da springt man im Prinzip von Genre zu Genre. Er hat einen Song I Fly, der klingt so wie, wie so diese Top-Hits aus den 2016ern. Good news, it comes, give us new songs and let us in the fly in the sky feeling. Ich schreibe viele Songs selber und der Rest sind dann halt Cover-Songs, die natürlich auch dolle dann manchmal eine eigene Note tragen. So, das ist, glaube ich, schon wichtig, ja, dass man sich da nicht so dolle drauf versteift, das genau so zu singen. Das würde mir auch ehrlich gesagt keinen Spaß machen. Ja. And what do you feel when you see all the homeless on the street? And what do you feel when you see all them rolling stamp of leaf? And what do you feel when you look in the mirror? And
Ich habe ja erst zu Hause gespielt, dann unter der Brücke und habe aber schon mal so ein bisschen so angefühlt, wie das ist, wenn ich mich jetzt hier vor Leuten hinsetze. Und es war schon sehr interessant. Am Anfang ist es natürlich auch doch schwierig, wenn du noch nicht so die Skills hast. Die Sternbrücke ist ja so der Hotspot, würde ich mal so behaupten. Und in der City ist es halt so, wenn man unverstärkt spielt, muss man halt schon so ein bisschen gucken, wo es denn jetzt am besten passt. Auf der Sternbrücke hatten wir auch unsere schönsten Erfahrungen bis jetzt so. Und da ist es dann eigentlich auch schon wichtig, dann dort halt wieder die Leute zu treffen, weil es sind manchmal doch immer die gleichen Leute, die man sieht, und die freuen sich dann halt auch wieder. Also der Name, wie ich darauf kam, ist wahrscheinlich einfach wieder eine spontane Eingebung gewesen. Ich habe jetzt nicht speziell nach einem Namen gesucht, weil ich glaube, das macht es ehrlich gesagt nicht immer schön. Ich war in der Küche mit ihm, habe ihn gefragt, hast du eigentlich schon einen Namen für die Band? Er sagt so, Under Bridges. Und ich sag, ja, Mann. Genau so ungefähr war das so. Ne? Man muss dazu sagen, er hatte natürlich jetzt auch einen Bezug zu der Sternbrücke, wenn du da drunter sitzt, ja. Aber ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, das halt mal so zu nennen, sondern es kam halt einfach mit so einem Schnips, war es auf einmal da. Und also Leute, die Musik mögen, die finden Straßenmusik immer toll. Also ich habe auf Arbeit auch viele Leute, mit denen ich mich unterhalte und die sagen, oh, immer wenn ich Straßenmusik sehe, dann muss ich sofort Geld hinschmeißen. Ich finde das so toll, finde das cool, dass die es machen und so. I found someone special, no borders between me and you. You are the glass in the house between broken shards. I walk through, you are my sunshine. Die Musik, die bleibt halt immer bestehen. Ja, die geht halt niemals weg. Und wenn man das weiß und damit umgehen kann, dann ist das schon was Schönes, weil es macht einen einfach dann auch glücklich. Ja, also das ist ja der Sinn dahinter, wenn man Musik macht. Ja. And I invite you into my world. And I'm a dreamer and a life survivor. And I follow you everywhere, will you lift me higher? And I'm a dreamer, and a life survivor. And I follow you everywhere, cause you lift me higher.